Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Resident Evil 7. Wir fangen jetzt als erstes damit an, das Video uns anzuschauen, was wir auf dem Dachboden gefunden hatten. Ich hoffe, dass uns das noch ein bisschen mehr gibt an Infos. Ja, Freude pur, man merkt. Und jetzt ist es endlich soweit. Alles nur für dich. Oh, komm schon, Mann. Sei doch nicht so. Das wird ein Spaß. Wirst schon sehen. Ja, das wird ein totaler Spaß. Bei diesem Psychopathen. Okay. Oh, großer Gott. Nicht euer Ernst jetzt, ne? Wo bin ich hier, bitteschön? Ja, ne, supi. Oh, großer Gott! Noch gruseliger geht's echt nicht, oder was? So, die Tür ist zu. Das heißt, wir gucken uns erstmal hier um. Ein bisschen in diesem Raum. Hier ist ein Klo. Total zugeschissenes Klo. Yummy. Nee, das ist kein Stück gruselig oder so. Nein, überhaupt nicht. Wenn ich jetzt die Videobeschreibung richtig gesehen habe, ist das ein Experiment, ob ich hier rauskomme, ob ich ein Puzzle lösen kann. Okay. Ich nenne das Spiel. Ich will wirklich gerne lebendig aus dem Raum kommen und keine grässlichen Schlafvolltod sterben. Ich weiß, der Titel ist nur provisorisch. Nimm eine Kerze, zünde sie an und stecke sie in die Torte. Und denk dran zu lächeln. Diese Party ist für dich. Leck mich. Ja, ich lächle dann mal später. So, die Kerze brennt nicht. So, das heißt, ich brauche eine brennende Kerze. Okay. Da können wir schon mal die Kerze anzünden. Nützt uns allerdings nichts, wenn wir da immer noch Wasser haben. Was es immer ausmacht. Okay, kann man auch nicht. Bringt uns auch nicht weiter. Sollen das Monitore sein? Keine Ahnung. Da drüben ist das Wasserrad. Okay, da müssen wir dann hin. Also, warte mal, das könnte man durchbrennen einfach. Genau. Hat jetzt gerade irgendwer gelacht? Ohne Passwort wird das kaum gehen. Okay. Boom. Ja, warte mal. Können wir das nicht einfach umgehen und sozusagen außer. Nee, ich will die Dinge außer Hand legen. Okay, ja, Wurst. Kerze, Kerze, Kerze? Keine Ahnung. Hier muss es doch irgendwo einen Hinweis darauf geben. Ja, das passt nicht. Dankeschön. Die könnte man vielleicht da reinstopfen. Das würde nichts nützen. Okay. Muss da irgendwo ein Hinweis sein. Willst du mir doch nicht sagen, dass hier nichts ist. Oh, großer. Echt widerlich. Ja, komm, jetzt greif da rein, Junge. Mann, das
glaube, ich würde mich bekotzen. Ich glaube, ich würde mich echt bekotzen. Schmutziges Fernrohr. Yippie. Fernrohr im Inventar benutzen. Ja, ich werde das, glaube ich, erstmal hier sauber machen. Das würde hier nichts nützen. Ey, ich will das doch nur sauber machen. Nee, willst du mich jetzt latzen oder was? Ja, es ist schmutzig. Dankeschön. Würde hier nichts nutzen. Ja, sagst du jetzt, ey. Sagst du jetzt. Ich weiß nicht, was ich dadurch sehen soll. Also, ich sehe dadurch, naja, gar nichts. Vielleicht, weil es verschmutzt ist. Okay, das ist gruselig. Passt nicht. Das passt auch nicht. Scheiße. Okay. Kein Wasser. Okay. Dann müssen wir weiter gucken. Müssen wir uns weiter was überlegen? Ha, 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 ha. Ja, gut, dass wir das in die neue Episode gelegt haben, weil das dauert ja doch anscheinend ein bisschen länger. Durch den Schmutz kann man kaum durchsehen. Ja. Ich laufe jetzt einfach mal da durch. Ah, dankeschön. So geht's natürlich auch. Gut, wenn man uns ein Fernrohr gibt, dann muss das ja auch irgendeinen Sinn haben. Polarisationsfilter. Jo, dann müssen wir jetzt einfach mal gucken, ob wir irgendwo was finden, was uns hilft. Und zwar, da ist es auch schon. Hängendes Männchen, komisches Etwas und ein Fötus. So, hängendes Männchen. Ich glaube, komisches Etwas und Fötus. Bingo! Eine Strohpuppe. Die können wir jetzt unserem netten kleinen Freund hier geben. Ja, ja, danke. So. Passt. Die Strohpuppe passt nicht. Die Puppe fühlt sich hart an. Passt nicht. Okay, dann würde ich Puppenfänger. Okay. Ah, perfekt. Okay, das funktioniert aber immer noch nicht. Dann müssen wir eben noch irgendwas in der Hand geben. Ich weiß nur noch nicht was. Passt nicht. Na gut. Suchen wir weiter. Suchen wir mal weiter. Ohne Passwort wird das nix. Jo, dankeschön. Bum, 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 bum.
Okay, das ist, muss ich zugeben, jetzt doch leicht knifflig. Es lässt sich nicht stopfen. Hauptsache, der ganze Raum ist schon... Gibt's im Boden, ist schon voll. Gehen wir hiermit einfach noch ein bisschen durch die Gegend. Vielleicht fällt mir noch das ein oder andere auf. Muss ich sie jetzt zeigen. Okay, da ist auf jeden Fall nichts mehr drin. Warum sollte es auch? Ballon. Okay. Aua. Aua. Yeah. Kann ich den Nagel noch mitnehmen? Kann ich mir vielleicht auch noch mal gebrauchen für irgendwas. Aber egal, jetzt haben wir eine Feder für unseren Clown hier. Dieses Ding, ey, es ist mehr als gruselig. Loser? So Space Namen. Ja, Loser, dankeschön. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt mehr ein Grund, Clowns zu mögen. Oh, ups. No, Loser. Ich werde hier nicht lebend rauskommen, so viel steht fest. Weil bei den Irren... Nein. Nein, 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 nein. Ich werde nicht lebend rauskommen, definitiv nicht. Aber es ist immerhin meine Aufgabe, das jetzt zu lösen. Okay. Damit ist das abgedreht. Wir können es hier anzünden. Na. Zack. Und wir können die brennende Kerze auf die fucking Torte stopfen. Okay. Okay. Oh, da muss ich doch hin. Tick-Tack. Ich bin tot. Naja, fast. Okay, ich bin tot. Ja, die Puppe hat ein Schild, wo du drauf stehst. Jetzt versteht man, warum wir verbrennen. Achso. Ja, gut, ne? Happy Birthday! Ernsthaft? Happy Birthday? Naja, so happy war der Birthday nicht. Aber gut.
Ja, nettes Video. Nett. Das hat mir jetzt so viel Spaß gemacht. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. So, tschüss Video. Die will ich jetzt nicht unbedingt noch dabei haben. Okay, so. Ja, wir waren jetzt auf dem Weg eigentlich nach oben auf dem Dachboden. Wollten wir jetzt hin durchs Kinderzimmer auf dem Dachboden? Oder doch lieber erst das Elternschlafzimmer? Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es nicht. Schwierige Entscheidung gerade für mich. Aber ich glaube, ich mache es so, wie ich es gesagt habe. Ich gehe zuerst jetzt mal ins Kinderzimmer und dann über den Dachboden. Solange wie jetzt hier nichts kommt, ist mir das herzliche Lappen, Latte. Lappen wird mir nicht gerade. Mal wieder. Okay. Jetzt können wir uns nämlich auch das Kindergewehr da noch nehmen, das Spielzeuggewehr. Achso, das war das. Ja, das war ja. So, Flintenattrappe. Kann man das irgendwie kombinieren? Nee. Ein Holzmodell einer Flinte kann nicht als Waffe verwendet werden. Nee, natürlich nicht. Ist ja auch nur ein Holzmodell. E-Intelligenzbolzen. So, hier haben wir jetzt wieder so ein lustiges Drehteilchen. Wo wir unseren Axtmörder da nachstellen müssen, offenbar. Ne? Zählt noch nicht? Ah, das zählt jetzt aber. Aber das finde ich eigentlich ganz cool. Ich frage mich, ob es solche Figuren auch in Wirklichkeit gibt. Oder ob es jemand gibt, der solche Sachen anfertigt. Das würde mich echt mehr interessieren, weil das finde ich echt geil. So, die blaue Zugangskarte haben wir schon mal. Bei so einem Rätsel, das ist richtig cool. Da muss ich sagen, da haben sich die Macher echt was Geiles ausgedacht, was überlegt. Das feiere ich so ein bisschen an diesem Spiel. Und ich befürchte, jetzt wird da was gleich was stehen, ne? Kuckuck. Okay, hier ist nix. Gut. Nix wieder aus der Ecke raus. Was urplötzlich aufploppt? Nein. Gut, dann gehen wir mal die Oma mal besuchen hier. Ein bisschen bespaßen. Ach, die wird sich bestimmt einsam. Hey Oma. Sag Oma. Tschüss Oma. Können wir uns noch mal kurz den Plan hier angucken. Den Bauplan für eine Waffe. Ja. Das ist so. Ja, nichtssagend. Main House, ja, supi. Supi, ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Absolut nicht. Ist es vielleicht der... Ah, das könnte der Granatwerfer sein. Ah, ja, ja, das könnte der Granatwerfer sein. Wenn ich mir das mal so angucke, dann haben wir da einen Raben für die Tür und dieses Reh-Elch-Dingens. Ja, das könnte der Granatwerfer sein. Das sieht auch, glaube ich, so ein bisschen so aus, oder? Wenn ich mir jetzt mal so angucke. Ja, das müsste der Granatwerfer sein. Also sprich, auch das haben wir schon abgearbeitet. Habe ich jetzt überhaupt noch Platz? Ja, ein Slot habe ich noch. Gut, dann wollen wir jetzt mal hier runter. Aber bevor wir das tun, würde ich sagen, machen wir hier einen Cut, beenden die heutige Folge. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Lasst mir mal ganz gerne einen Kommentar da. Ein Like wäre auch was äußerst Feines. Und dann sage ich mal tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn wir diesen gruseligen Keller erkunden gehen.